Willkommen, liebe Zuschauer. Den meisten bayerischen Landwirten ist der Maiswurzelbohrer als gefährlicher Schädling bekannt. Allerdings als ein Schädling, der sein Unwesen irgendwo im Ausland treibt, nicht aber auf den eigenen Feldern. Die Hiobsbotschaft dieser Tage, der 4 bis 7 mm große Käfer, ist jetzt auch in Bayern aufgetaucht. Für die betroffenen Maisbauern ein Schock. Eine sofort eingeleitete Bekämpfungsmaßnahme im Landkreis Passau soll das Schlimmste verhindern. Ein Bericht von Florian Danner. Ein ungewöhnliches Gerät für einen ungewöhnlichen Käfer. Achshöhe 2 Meter, Gewicht über 1 Tonne, maximale Spannweite 12 Meter. Mit einem bayernweit einzigartigen Stelzenschlepper, der Insektizide flächendeckend verspritzt, ist man dem Maiswurzelbohrer zu Leibe gerückt. Dem gefährlichsten Maisschädling weltweit. Diabrotica virgifera, so der lateinische Name, wurde im 19. Jahrhundert in Amerika entdeckt. Es dauerte bis 1992, ehe er im serbischen Belgrad das europäische Festland betrat. Ohne natürliche Feinde und zunächst unbehelligt von menschlichen Bekämpfungsmaßnahmen fraß sich der Käfer durch die Maisfelder. Ungarn, Italien, Österreich, selbst in Paris und London tauchte er auf. Vor 12 Tagen die Hiobsbotschaft. Am Münchner Flughafen und in 4 Feldern an der Donau bei Passau wurde der Schädling entdeckt, erklärt Johann Rosenberger vom Landwirtschaftsamt. Hier kreuzen sich im hinteren Bereich die Donauwasserstraße mit entsprechend vielen Fahrzeugen und Gütertransporten, kreuzt sich die Autobahn, ist die Bundesbahnlinie und haben mehrere Bundesstraßen. Und das hat eben scheinbar da irgendwo dazu geführt und auch große Lagerhäuser sind hier ansässig, die also fast bis zur Autobahn hochreichen. Als blinder Passagier im Frachtraum eines Schiffs, der Eisenbahn oder eines LKW könnte der gefräßige Käfer nach Passau gekommen sein. Darüber zu spekulieren ist müßig, meint Rosenberger. Er ist jetzt pausenlos unterwegs und kontrolliert die aufgehängten Pheromonfallen. Die sind mit einem Duftstoff präpariert und lassen die Stärke des Befalls erkennen. Im am schwersten betroffenen Feld sind schon über 100 Käfer in die Fallen gegangen. Das Maisfeld wird von Ludwig Damberger bewirtschaftet, der sich Sorgen um seine Ernte macht. Ich habe jetzt die Falle nur mal kontrolliert und es ist also kein neuer mehr dazugekommen. Das heißt also, es sind die 17 Exemplare drauf, die wir gestern gehabt haben, bevor wir behandelt haben. Und wir werden jetzt die Fallen, weil da möglicherweise ein wenig Pflanzenschutzmittel draufgekommen ist, werden wir austauschen und werden wir mit neuen Fallen bestücken. Und dann entscheidet sich praktisch die nächsten 14 Tage, ob das Feld abgeerntet werden kann. Wenn ich den Mais nicht häckseln kann, also wir stellen jetzt im Herbst, wir haben ein leeres Silo. Ich habe die letzten Tage probiert, in anderen Gebieten zum Versuchen, dass man nur Mais kaufen kann. Los heuer verkauft keiner von meinen Kollegen Mais. Das Problem schaukelt jetzt die nächsten 3 Jahre auf. Ich darf auf meine Felder hier auf die Pachtflächen erst 2010 wieder Mais anbauen. Das heißt, also wir gingen 7 Hektar Mais im Herbst im Silo drin ab. Also da weiß ich manchmal dann nicht, wenn ich dran denke, wie da meine Rindviecher und meine Milchkühe dann mit Futter versorgen sollen. Vielleicht wird jetzt in der ersten Runde das Ganze nicht so heiß gegessen. Wir haben jetzt doch eigentlich eine gute Witterung gehabt beim Behandeln. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir die nächsten 14 Tage keinen weiteren Befall feststellen. Das heißt also, die heurige Maisernte wäre zunächst gerettet. Heuer bringt Damberger seine Silos vielleicht noch voll. Nächstes Jahr muss er sich allerdings etwas überlegen. Denn die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft hat eine Schutzzone mit einem Radius von 6 Kilometern um die Fundorte des Maiswurzelbohrers eingerichtet. Hier darf auf gegenwärtigen Maisflächen nächstes Jahr kein Mais angebaut werden. Für den Milchviehhalter existenzbedrohend. Man braucht seinen gewissen Bestand an Kühen, dass man einigermaßen über die Runden kommt. Wenn das Futter, die Futtergrundlage fehlt, muss man den Bestand reduzieren. Und mit einem reduzierten Bestand kann man den Betrieb nicht aufrechterhalten. Die Schäden, die der Maiswurzelbohrer verursacht, sind gravierend. Seine Larven fressen sich an den Wurzeln satt. Der Mais stirbt ab. Ernteausfälle von 50% und mehr wären die Folge, die bei uns in die Millionen gehen würden. In den USA gehen sie bereits in die Milliarden.
Im Radius von einem Kilometer um die 4 Fundstellen wurde jedes Maisfeld mit einem Insektizid behandelt. Insgesamt 150 Hektar. 45 Liter eines für den Menschen ungefährlichen Giftes wurden verspritzt. So soll die Fortpflanzung des Maiswurzelbohrers verhindert werden. Bis zu 500 Eier legt ein Weibchen in den Boden ab. Damit würde nächstes Jahr eine dramatische Vermehrung drohen. Österreich kämpft schon viele Jahre gegen den Maisschädling auf vielerlei Arten. Ludwig Danner, Kreisobmann des Bauernverbands, berichtet, dass im Burgenland zum Teil mit Beize und Spritze gearbeitet wurde, dass man es zwar über einige Jahre hinausschieben kann, aber wahrscheinlich langfristig an einer vernünftigen Fruchtfolge nicht was vorbeigeht. Das bedeutet 3 verschiedene Anbauarten im Wechsel, zum Beispiel Mais, Weizen und Gerste. Keine Maismonokulturen mehr, denn von dort lässt sich der Maiswurzelbohrer allen Giften zum Trotz nicht mehr vertreiben. Wir müssen ihn bekämpfen und wir müssen schauen, dass wir ihn relativ dezimieren und niederhalten können, aber ganz wegbringen werden wir nie. Die Hoffnung stirbt zuletzt, also wir sind doch der Hoffnung, dass wir noch ein paar Jahre ohne Maiswurzelbohrer wirtschaften können. Vorerst geht der Einsatz des Stelzenschleppers aber weiter. Nächste Station, Flughafen München, neben der Startbahn Nord. Auch dort ist der Maiswurzelbohrer in die Falle gegangen.